Los, Allison, fahr! Ich will nach Hause. Aber zackig. Ich hab Hunger. Hunger, Hunger, Hunger. Ah, ist das schön. Schön, schön, schön. Ein schöner Wald. Das ist aber schön. Jo, steigen wir mal aus, ne? Können wir ja nicht den ganzen Tag im Auto sitzen. Oh, die guckt aber nicht fröhlich. Oha, da ist irgendwas passiert im Anruf. Beim Anruf. Beim Telefonat. Das ist nicht schön. Nee, nee, nee. Will mich immer die Leute anschreiben beim Zocken, Alter, das nervt. Genau wie in meiner Erinnerung. Verschwommener. Wie ein liegen gelassenes Polaroid. Von außen wirkt es fast charmant. Aber nur fast. Der Charme ist nicht das Problem. Strukturelle Intaktheit? Schon eher. Glaubst du, es könnte sein, dass der Käufer es, naja, abreißen lässt? Wenn es jemand kauft, kann er damit machen, was er will. Kümmert dich das gar nicht? Ich etwa? Klar. Überall hier sehe ich Bilder unserer ganzen Abenteuer. Und ich sehe überall nur sie. Allison, wir könnten was essen gehen. Morgen loslegen. Nein. Wir schaffen das nur, wenn wir anfangen. Dann bin mal gespannt, was passiert ist. Das ist echt interessant. Nach dir. Ladies first. Würde ich sagen. Aber naja, gut. Soll der Bruder halt als erstes draufgehen. Hast du vor deiner Abreise aus Fireweed was geraucht? Die Tür ist gleich da. Ja, ist... Oh, Alter. Entschuldigung, ich wollte mich halt noch ein bisschen umgucken. Was macht man halt? Naja, gut, dass ich daran gedacht habe. Wäre auch ein bisschen doof, wäre es nicht abgeschlossen. Ist das der richtige Schlüssel? Klar. Vielleicht wohnt ja auch schon jemand drin. Hat jemand das Schloss ausgewechselt? Wer würde sowas denn machen? Keine Ahnung. Wir sind aufgeschmissen. Gibt's einen Plan B? Durchs Fenster! Wir kommen anders rein. Oder Schornstein. Keine verschlossene Tür kann die lustigen Kobolde aufhalten. Ja, wir könnten noch Millionen Wege rein und raus. Einer davon muss funktionieren. Gleich sind sie drin und... Oh! Da wohnen ja welche! Falsches Haus! Das Haus nehmen an. So, jetzt hier, lass doch mal am Fenster gucken. Einschlagen. So nein! So unzivilisierte Leute nicht, das ist dir bewusst. Nicht gleich einschlagen. Also zivilisiert? Na, vielleicht nicht. Ein bisschen Draht und dann. Das Haus hier verkaufen, da helfen kaputte Fenster uns nicht gerade. Okay, wir gucken weiter. Die listigen Kobolde. An die habe ich ewig nicht mehr gedacht. Oder sollte ich sagen, an uns? Wir waren kommt sie mit? Kobolde, okay, sie kommt. Als dass wir Kinder waren. Oh, er läuft! Wir laufen! Den Eiskönig. Wie konnte sie mit dem Ding auf den Straßen hier fahren?
Sie hätte sich eher den Hals gebrochen, als ein neues zu kaufen. Ja, ich warte noch auf unsere versprochenen Fahrräder. Ich hatte eins von Eddie, aber ich hab's kaum benutzt. Kann ich weitermachen? Okay. Und? Es ist fest verschlossen. Was hat sie nachts hier draußen gemacht? Ausgemachte Reinigungsprodukte helfen sicher dem Planeten, aber ihre Lagerfähigkeit ist für die Katz. Schreibt das auf die Einkaufsliste. Wir durften nie ihr Werkzeug benutzen. Wahrscheinlich hatte sie Angst, dass wir uns verletzen. Oder sie dachte, sie machen Randale und zertrampeln ihre geliebten Pflanzen. Und das hätten sowieso. Wir wohl. Also. Naja, immerhin ist das Werkzeug da. Das hilft beim Reparieren. Die sind auch echt gut. Marianne legte Wert auf Qualität. Qualität! Die ist immer gut. So. Dann gucken wir mal, dass wir hier reinkommen, in die Scheune. Wenigstens steht die Hütte noch. Ja, aber ich will nicht darüber nachdenken, was da drin alles lebt. Tja, besser lebend als tot, was? Ja. Kümmern wir uns später darum. Es gibt anderes zu tun. Ernsthaft? Alles zu? Ja, okay, dann gucken wir mal jetzt hinten. Alter, die haben sogar so ein kleines Boothaus. Weißt du noch, wie wütend sie war, wenn wir nicht den Kompost benutzt haben? Und sie wusste genau, wann wir gelogen haben. Verschwende nichts oder sag dem Planeten leb wohl. Was hast du gefunden? Unseren versteckten Schatz. Echt jetzt? Warum haben wir ihn da versteckt? Kobold-Geheimnisse sind absolut sicher. Kann ich mich auch einmal ducken? Nee, ne? Geht gar nicht. Ist ja doof. Okay, also sollen wir jetzt... Ja, wir gehen mal hier runter. Bank. Oh, da kam wohl jemand zu Besuch. Lustig. Ich erinnere mich gar nicht an die, als wir Kinder waren. Bestimmt hat unsere Mutter ihnen eine Heidenangst eingejagt. Ja. Kratzspuren. Ich möchte jetzt hier mal gucken. Willst du da wirklich raus? Nein, du hast recht. Ah, der geht automatisch zurück. Das ist ja doof. Ich wollte mich umgucken. Ist ja nicht, dass ich da auf den Teich gehen wollte. Okay. Brauchst du Hilfe? Nein, es geht schon. Okay. Oh, ich würde da... Ich würde niemals da rein. Um es aufzustemmen. Okay. Überall Spinnen oder anderen Krabbelfiecher. Es ist festgeschraubt. Ich brauche einen Schraubenzieher. Ach, Gott sei Dank weiß ich ja, wo einer ist. Ach, Junge, den haben wir gerade eben als erstes entdeckt. Boah, das ist alt. Da macht nichts kaputt. Schon genug kaputt, wie man sieht. Okay, Allison, warte hier. Ich gehe mal zur Scheune. Oh. Wenigstens brauchen wir die jetzt nicht. Sie hat es zu einem Spiel gemacht. Sie wollte. Immerhin hat sie ein Spiel daraus gemacht. Stimmt. Die Tunnel um den. Alles ist sicher. Sie konnte uns zu allem bewegen, wenn sie eine Kobold-Geschichte draus machte. Kobolde, sie kommen. Okay, wir müssen ja irgendwie mal gucken, dass wir. Es ist fest verschlossen. Ich will diesen blöden Schraubenzieher haben. Sie hat doch Schlüssel, warum? Das ist fest verschlossen. Alter, ihr könnt mich doch... Das ist doch völlig verarscht. Das ist abscheulich. Hä? Wozu habe ich ihn jetzt in der Errungenschaft gekriegt? Das ist abscheulich. Okay. Hier sollte irgendwas Brauchbares sein. Mary Ann hat wohl doch was Brauchbares hinterlassen. Ja. Wir müssen jetzt allerdings noch reinkommen. Ohne kaputte Fenster. Mal sehen. Was ist das? Spürst du das?
Erinnerung. Und kommt da erst wieder raus, wenn das Zimmer picobello ist. Oh. Jetzt kriege ich schon zum millionsten Mal Ärger und das nur wegen dir. Du und deine große Klappe. Du hast doch dasselbe gedacht. Du warst nur zu feige, was zu sagen. Was wird es auch bringen? Sie hört uns doch sowieso nie richtig zu. Ich schreie es ihr lieber in ihr blödes Gesicht, als stumm wie ein Fisch zu sein. Mist, Schlüssel vergessen. Wir müssen ihn zurücklegen. Vielleicht verstecken wir ihn irgendwo. Nur so, aus Spaß. Die Kobolde sollen der Prinzessin helfen. Keine Streiche spielen. Was soll's? Du bist langweilig. Ich will nur nicht, dass es ihr noch schlechter geht. Halt, ich will noch wissen, wo der Schlüssel versteckt ist. Weiß nicht. Ich hab's auch gesehen. So fühlte es sich an, als wir unsere Gedanken teilten. Mit unserer Stimme. Ja, stimmt. Aber das waren wir vor 10 Jahren, oder? Ich kann mich kaum daran erinnern. Schon. Und, das ist neu, oder? Ja. Wir teilten Gedanken und Gefühle, aber Erinnerungen konnten wir noch nie abspielen. Wie kommt es dazu? Und wieso die Erinnerung? Ich weiß nicht. Das ist gruselig. Komisch. Aber die Stimme war immer gut. Das vielleicht auch. Ich spüre wieder etwas. Bei der Scheune. Ja, ich mich auch. Zum Stumpfrosch. Ich komme. Was? Auf zu schmollen. Ich hab doch gesagt, es tut mir leid. Okay, dann willst du wohl nicht sehen, was in der Schatzkammer versteckt ist. Was? Oh, doch, das will ich. Jetzt wissen wir, wo wir suchen müssen. Wir müssen uns nur daran erinnern, welcher der stumme Frosch ist. Warte mal. Ich würde sagen, also, der in der Mitte. Wer von euch versteckt den Schlüssel? Verdammt, wo ist der Schlüssel? Wirklich? Spaß. Oh, komm schon. Okay, sorry. Danke, dass du nichts verraten hast, Kuppel. Yay, wir haben einen Schlüssel! Schon irgendwie cool. So, entsperren, endlich. Tada! Ach du Scheiße, sieht's hier aus. Was ist das denn? Hm. Vogelfutter. Wo kommt die Kiste her? Sieht man neu aus. Von mir ist sie nicht. War vor kurzem jemand hier? Heute ist euer Glückstag, Vögelchen. Hab ihn. All die Mühe für einen Schraubenzieher? Hast du eine bessere Idee, wie wir reinkommen? Manchmal habe ich echt das Gefühl, hier wohnt irgendwie einer. Alles abgeschlossen. So, was mache ich jetzt mit dem Vogelfutter? Ach, das... Brauche ich wahrscheinlich später. Kann ich da noch was machen? Unfassbar, dass sie noch hier sind. Ja. Das stimmt. Verstecken wir sie, damit sie möglichen Käufern keine Angst einjagen. So, aufschrauben. Ernsthaft? Schraubt er jetzt. Oh mein Gott. Keine. Oh, Alter, sind das lange Schrauben. Dass du da rein willst? Nein. Das war unser erstes Versteck, weißt du noch? Wer weiß, was jetzt da unten lebt? Ein totes Tierkadaver. Alles okay da unten? Ein bisschen dunkel, würde ich sagen. Das ist nicht lustig. Warum muss ich denn lachen? Okay, schön. Aber du bist ein Idiot. Danke. Alles klar. Diesmal gehe ich wirklich rein. Okay. Wir sehen uns gleich bei der Eingangstür. Und es werde Licht. Ja. Krass. Da hinten ist so ein Spielzeugtruck. Und abwärts. Au! Okay. Kopf angestoßen. Mir wird den Kopf gestoßen. Warte. Wo?
Stimme ist zurück. Heilige Scheiße. Du, weißt nicht zufällig, wie man zu Luke Drachen voraus. Nach links, glaube ich. Krass, Alter. Dann nach den Kobolden wieder links. Wow, hätte echt nicht gedacht, mal zu sehen. Oh, Alter. Das ist lange her, Kumpel. Ein bisschen mitgenommen, würde ich sagen. Musste immer pink sein. Ups. Unser alter Drache. Tja, aber die Flügel wurden wohl gestutzt. Ruhe im Frieden, tapferer Vogel. Marianne nahm uns wegen der Teller ständig in die Mangel. Aber ein Kobold bewahrt seine Schätze. Hm. Mehr kann ich hier auch nicht umrufen. Okay. Weiter. Rückwärts. Am Schatz vorbei. Geradeaus. Ich war beinahe davon überzeugt, dass unsere Stimme eine weitere Kindheitsfantasie war. Ich auch. Aber wir sind wirklich verbunden. Kann ich? Okay. Der wilde Jäger. Warum macht mir sein Name immer noch Angst? Er entsprang Mariannes Feder. Die gruseligen Wesen kamen von ihr. Die gruseligen... Oh, warte mal. Ja. Und top. Ein Schlitten. Genie, irgendein Mist bei WhatsApp. Mensch, Mensch, Mensch. Heiler, bist du da? Heiler. Wie wär's mal, wenn du die Tür aufmachst? Alles okay? Ich überleb's. Schön, deine Stimme zu hören. Ja, ebenso. Also, kommst du rein oder nicht? Ich arbeite dran. Tja, da wären wir. Speed. Home, Alabama. Also, wo fangen wir an? Wir entscheiden, was wir behalten, was weg kann und sehen, was wir noch so in diesem Haus finden. Okay, Heimkehr.